Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Rebuild 2. Wir starten ein neues Spiel. Okay, anscheinend wird hier immer nur der letzte Spielstand gespeichert. Irritiert mich gerade ein bisschen. Aber was auch immer. Wir gehen nochmal als Nevano in die Schlacht. Und natürlich als Man. Der erinnert mich gerade ein bisschen an... nicht, dass ich seinen Namen jetzt vergesse. Den Jazzpianisten von Zimmerfrei. Den nehmen wir mal. Hudog Ranch Cowboy Hat. Gehen wir mal mit. Ne, ich würde gerne ein guter Anführer sein und ich glaube, Dog bringt mir da was? Ich weiß es nicht mehr. Wir haben es bis nach Undeadhausen gemacht. Und das ist wieder mal eine typische Stadt. Allerdings wieder mal auf Seriously Hard. Ich würde es gerne mal auf diesem Schwierigkeitsgrad durchspielen. Habe ich, glaube ich, auch schon mal geschafft. Schauen wir mal, dass wir es dieses Mal etwas intelligenter angehen. Also, wir haben von Anfang an erstmal keine Bedrohung um uns herum. Das ist schon mal super. Und hier haben wir lots of food. Wäre also sehr intelligent, hier erstmal ein bisschen Nahrung mitgehen zu lassen. Aus der näheren Umgebung. Was haben wir hier? Eine Mall. Da ist auch das Some Food. Gucken wir mal, gibt es hier noch mehr? Some Food. Some Food. Some Food. Na, was auch immer. Wir können hier mal überall ein bisschen was mitgehen lassen. So. Und wir haben jede Menge Nahrung bekommen. Wir haben sogar eine Shotgun bekommen. Und ich wurde direkt mal verletzt. Trotz Hund, das ist ja super. Dafür haben wir einen neuen Hund bekommen. Jetzt will ich hier gerade mal schauen. Ich bin verletzt für 3 Runden oder was? Super. So ein Mist. Wir bekommen also einen Hund, der erhöht unsere Kampfkraft. Ah, das ist auch okay. Absolut okay sogar. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal ein paar Survivor zu rekrutieren. Das klappt kaum. Ich habe hier 2 auf Leadership und die anderen gar nicht. Das ist total übel. Denn damit kriegen wir kaum einen Survivor hier rekrutiert. Und ich würde sagen, wir scavengen nochmal ordentlich Nahrung. Hier in der Umgebung. Ja, ungefähr so. Damit wir einen ordentlichen Vorrat haben. Wow, wir haben mehr Waffen, mehr Werkzeuge und 55 Nahrung. Das dürfte für eine Weile reichen. Hier mal Wrench und du kriegst vielleicht noch die Pistole. Und ich würde gerne... Ich würde schon gerne Survivor rekrutieren, aber mit 4 Leuten ist das gar nicht so einfach. Ich würde sagen, wir gehen mal auf Eroberungszug und zwar geschickt. Farmen sind gut. Die Kirche ist gut, weil sie unsere Zufriedenheit erhöht. Das Krankenhaus... Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber kann es sein, dass unsere Leute schneller geheilt werden, wenn sie im Krankenhaus sind? Das würde Sinn ergeben. Deswegen werde ich da mal hinmarschieren und ein bisschen was tun. Kann es sein, dass ich wieder im Einsatz bin? Ich bin noch nicht zurück. Eine Runde noch. Und gleich 2 Zombie-Attacken hintereinander. Wunderschön. 32. Es passiert allerdings so früh wirklich noch nichts. Wir haben die Zombies getötet hier, hier und hier. Und ich würde mir gerne... Ja, ich bin Leadership, aber es ist natürlich sinnvoll, wenn ich auch gleichzeitig irgendwas Sinnvolles hier an Angriffsstärke mitbringe. Deswegen gebe ich mir mal selber den Hund. Und wir können jetzt mal anfangen, das ein oder andere Gebiet einzunehmen. Und vielleicht auch mal ein bisschen in der Mall aufzuräumen. Um uns mal... Ich würde sagen, wir expandieren so ein bisschen nach Südwesten. Hier gibt es 2 Polizeistationen. Ja, ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Schutz ist gut. Und ein Kartenrand ist natürlich auch super, wenn wir so einen jetzt bald finden. Wir kriegen die ganze Zeit Hunde. Warum auch immer. Aber ich habe nichts dagegen. Du kriegst den Hund. Du kriegst... Achso, du kriegst deine Shotgun weiterhin. Shotgun. Und wir könnten eigentlich auch die Mall einnehmen. Ja. Und hier mal einen kleinen Eroberungszug Richtung Bar machen. Gustav der Händler. Wir haben ein bisschen Müll, elektronischen Scrap gegen 15 Nahrungseinheiten eingetauscht. Das klingt schon mal gut. Wir sind immer noch auf 55%, nein, auf 55 Nahrung. Und das sollte erstmal für eine Weile ausreichen. Okay, was möchte ich jetzt tun? Ich habe noch einen Survivor. 18% Chance. Okay, riskieren wir mal 18% Chance. Ach du meine Güte, die Last Judgment Gang, die katholischen Priester hier, die haben uns 15 Nahrung geklaut.
Dafür haben wir jetzt eine neue Farm, mehr Zufriedenheit und ich würde sagen, wir scouten hier mal. Denn so eine weitere Farm wäre ganz gut. Und die Polizeistation hier würde ich auch in Kürze gerne einnehmen. So, wir haben neue Survivor. Ich würde auch gerne ein paar, wir produzieren sogar Nahrung jetzt. Das ist nicht mehr gut, weil wir müssen wirklich gucken, dass wir hier neue Leute rekrutieren. Die Zombie-Condition. Das Zombie-Buch. Ich sage mal ja. Ach, verdammt. Ich dachte, das erhöht die Zufriedenheit. Oder ist das zufällig? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Wir versuchen gleich nochmal hier Leute zu rekrutieren. Mit 83% Chance oder Wahrscheinlichkeit sollte das eigentlich klappen. Gucken wir mal. Die Love Caravan. Für 15 Nahrung. Nein, danke. Wir haben 50 Nahrung. Und wir haben einen neuen Survivor. Das ist schon mal super. Ich möchte jetzt nicht so viele rekrutieren, bis wir überhaupt keine Nahrung mehr übrig haben, aber so ein paar Leute brauchen wir einfach. Und währenddessen können wir hier ja mal in der Polizeistation aufräumen, hier das Gebiet einnehmen und womöglich noch... hier hinten könnten wir noch scouten. Ein neuer Survivor. Neues Survivor gefunden. Und dieses Gebiet... Wenn wir das einnehmen könnten, wäre auch super. Das ist halt eine Farm und wir brauchen unbedingt Farmen. Und sowas hier. Kirchen, Kirchen, Bars, Farmen. Das ist das, wonach ich jetzt aus bin. Vielleicht, ja, das hier ist ja auch nochmal eine Bar. Das ist aber ein bisschen gefährlich. Oh, wir haben auch 51% Gefahr. Da würde ich mal sagen, wir lassen das. Und schlagen Zombie-Kämpfe vor, das macht die Leute glücklich, das ist super. Wir sind hier relativ gefährdet, würde ich mal sagen. 46%, da werde ich mal einfach die Leute, die restlichen Leute nicht versenden, sondern einfach mal in der Stadt lassen. Es müsste besser sein. Und wir könnten jetzt mal anfangen, hier das ein oder andere Gebiet einzunehmen. Das dauert mindestens 3 Runden, weil unsere Leute einfach nicht erfahren genug sind. Und mit der Farm, mit den beiden Farmen, die wir jetzt einnehmen, sollten wir auch... Ne, Quatsch. Mit der Kirche und der Farm sollten wir auch in Kürze genug Zufriedenheit und Nahrung produzieren. Ich würde mal sagen, wir klauen hier noch ein bisschen Nahrung und holen uns die Polizeistation, während wir... das eher nicht machen, sondern vielleicht die Polizeistation hier mal scouten. Zombies sind auch nur Menschen. Die wollen diese Kirche eröffnen. Ja, okay, das freut die Leute meistens, wenn die Zombies, die uns hier bedrohen, dann erstmal vermenschlicht werden und quasi eingegliedert werden, wobei sie ja eh schon unter uns sind. Hier vielleicht mal in Richtung Schule operieren und das Haus könnten wir scouten. Ich sehe hier auch gerade was, hier ist ein Heliport. Womöglich können wir mit dem sogar entkommen, aber ich sehe gerade, ich möchte nicht meine ganzen Leute hier auf die Missionen schicken. Wir hatten eben irgendwas von 84% Gefahr oder so. 17% ist mir da doch lieber. Wir haben eine ungenutzte Pistole, die will ich auf keinen Fall eintauschen. Stattdessen möchte ich sie irgendjemandem geben. Vielleicht dir? Du hast schon eine Shotgun, du hast einen Hund. Und der Rest ist auf Missionen. Da würde ich sagen, wir scouten hier. Und töten hier ein paar Zombie. Oh Gott, 90% Gefahr. Nein, wir bleiben bei 29% Gefahr. Es geht ja trotzdem momentan voran. Die Zombies kommen nicht wirklich an uns ran. Wir sind Survivor-mäßig super ausgestattet, haben nämlich vor allem genug Nahrung, um die alle zu versorgen. Und ich würde sagen, es läuft gerade ganz gut. Happiness sieht gut aus. Wir bekommen Farmen, Police Station. Und von der Gefahr her geht's auch noch halbwegs. Wie wäre es denn, wenn wir... Was ist denn hier los? Ach so, da ist einer unserer Leute, ist jetzt Dauerpriester oder so ähnlich. Also wir können hier gar nicht wechseln. Julia Scott ist jetzt auf ewig der Kirche der Untoten verpflichtet oder so. Von mir aus können wir mitleben. Neue Survivor wäre gut. Aber auf keinen Fall auf Kosten unserer Sicherheit. Das heißt, ich bleibe bei 27%. Unsere Stadt hat jetzt schon 15 Blocks eingenommen. Da oben steht die Bedingung, wir müssen mindestens 30 haben. Und wir bekommen dafür erstmal ein bisschen Zufriedenheit. Neue Survivor, die wir übrigens super ernähren können. Da bin ich ganz besonders stolz drauf. Und wie wäre es denn, wenn wir mal uns so eine Forschungsstation holen?
Das ist schon sinnvoll, muss man sagen. Allerdings will ich die Gefahr nicht so hochtreiben, das heißt, wir können nicht an vielen Stellen gleichzeitig angreifen. Die wollen eine Mexican Dead Party feiern. 30 Food. Ich überlege, 30 Nahrung. Wir haben 65, wir könnten das locker machen. Auf der anderen Seite, wir haben genug Zufriedenheit, also wir brauchen nicht unbedingt jetzt ein großes Opfer bringen, um mehr Zufriedenheit zu bekommen, was wahrscheinlich der Zweck dieser Party für uns selbst wäre. Die Last Judgment Gang stiehlt uns erstmal 19 Nahrung. Wir haben es nicht geschafft, oder wir wurden verletzt beim Angriff auf die Zombies hier. Aber ich würde sagen, die Schule? Nee, es ist einfach zu gefährlich. Ich bleibe bei 25% Gefahr und versuche mir hier Level 20 Nahrung für eine Submachine Gun. Komm, das machen wir mal. Wir haben eigentlich genug Nahrung momentan. Und der Dog ist gut. Submachine Gun für dich. Und für dich vielleicht die Shotgun und für dich die Pistole. Wenn die alle so ein bisschen besser im Kämpfen sind, können wir natürlich auch effizienter hier angreifen, weil wir einfach mit weniger Leuten bereits mehr Schaden anrichten. Wir scouten mal eine Runde. Ein paar herumstreunende Hunde haben letzte Nacht angegriffen. Klingt nicht schlimm, aber Nguyen wurde derbe gebissen und ist offenbar jetzt im Krankenhaus oder so. Und die Zombies formieren sich auch langsam. Die Zombie-Horde, die erste Zombie-Horde in unserer Umgebung bedroht uns. Das Problem ist, wir sind bei so einer hohen Gefahr, dass sich kaum jemanden entbehren kann. Das ist gut. Wir haben sie zurückgedrängt und sowas sorgt immer dafür, normalerweise zumindest, dass hier die Gefahr runtergeht. Offenbar auch nicht immer. Killing Zombies leichter machen ist super. Da will ich aber nicht mich selber einsetzen, weil ich setze lieber die ein hier, die eh nicht wirklich kämpfen können und auch sonst nicht viel. Ich würde auch gern die Farm hier einnehmen, aber die Gefahr ist momentan einfach so groß. Das ist nicht schön. Wirklich nicht schön. Gucken wir mal. Die Last Judgment Gang wäre verrückt, wenn sie uns ausrauben würde. Ah, das heißt wahrscheinlich, es war ein Ereignis, dass sie uns ausrauben möchte, aber unsere Verteidigung war zu stark und deswegen haben sie sich erstmal wieder verkrochen. Finde ich super. Sicher! Dann gehen wir nochmal hier in die Bar oder ins Bargebiet. Denn ich denke, das könnte uns ein bisschen helfen. So ein bisschen die Zufriedenheit hochhalten und so. Heliport. Jeder ist aufgeregt darüber, dass wir einen Helikopterlandeplatz gefunden haben. Und es sieht so aus, als wäre dort auch ein funktionierender Helikopter mit genügend Treibstoff, um uns irgendwo hinzufliegen. Vielleicht an einen sicheren Ort. Sagt übrigens immer unser Popeye. Uiuiui, aber der ist komplett überrannt. Das heißt, wenn wir den hier freiräumen wollten, müssten wir ganz schön was riskieren. Deswegen würde ich mal sagen, wir warten erstmal, bis die Bar hier freigeräumt ist und die Zombie-Attacke hier hinter überstanden ist, hinter uns ist, gelassen wurde. Jetzt können wir uns hier die Bar holen und womöglich noch das ein oder andere nette Extra. Vielleicht zum Beispiel diese 18% muss jetzt reichen. Lieber Popeye, bitte überlebe das. Und vielleicht könnten wir auch ein bisschen Nahrung irgendwo sammeln. Hier zum Beispiel. Hier auch noch. Hier ist eh nicht so viel. Lassen wir es lieber. Lieber mal überleben. Die Horde kommt. Und wir haben einen Cowboy-Hut gefunden und 17 Nahrung. Das wird uns eine Weile über Wasser halten, weil wir eh nicht so viel Nahrung pro Runde verlieren. Hier oben sind wir es nur 2 Nahrung pro Runde. Hier wird angegriffen und die Zombie-Horde greift jetzt an. Deswegen schicke ich mal keinen auf eine Mission. Stattdessen wird einer unserer Leute verletzt. Wir haben hier die Zombies erstmal erledigt und die Gefahr um uns herum ist ordentlich gesunken. Ich würde sagen, wir könnten mal in Richtung Schule operieren und die Polizeistation hoffentlich bald einnehmen, denn das würde mir persönlich sehr helfen, weil wir dann besseren Schutz haben. 5 Rationen für unseren Cowboy-Hut. Ja, komm, wir brauchen nicht unbedingt jeden Gegenstand, aber da kommt schon die nächste Zombie-Welle. Das ist hier ein Trara, ein... Boah, hier ist viel los. Das wollte ich sagen. Gucken wir mal, wie es aussieht. Den Angriff haben wir nicht überstanden. Francesco hat es leider nicht überstanden und wir verlieren insgesamt 15 Zufriedenheit, weil unsere Leute hier nichts auf die Reihe kriegen. Ihr sollt dieses Gebiet einnehmen. Kann das so schwer sein? Tu es einfach.
Hier könnten wir nochmal nach ein bisschen Nahrung gucken. Und hier wären noch Survivor unterwegs. Schicken wir mal einen hin zum Gucken. Hundeattacke. Oh, kommt schon. Zwei Survivor haben wir bekommen. Das ist ideal. Vor allem, da die Zombie-Horde vor unseren Toren steht. Ich würde mal sagen, wir könnten vielleicht jemanden entbehren, hier die Kirche angreifen. Ja, komm, das schaffen wir. Die Last Judgment Gang, die katholischen Priester auf Motorrädern machen irgendwas. Und wir haben... Wir haben die U-Bahn-Eingänge gefunden. Dort sind keine Zombies, diese Zeds sind hier die Zombies. Nur irgendwelche Ratten. Und sollen wir den anderen Eingang auch sichern? Ja, das fände ich schön. Wir haben beide Eingänge gesichert, das ist super. Hoffe ich mal. Also ich hoffe nicht, dass es jetzt übel schlimm wird, aber wir haben jetzt hier diesen Subway gesichert und könnten direkt hier irgendwas machen, hier irgendwas angreifen. Aber ich werde jetzt erstmal warten, weil die Zombies jetzt erstmal attackieren werden. So, wir haben Cat Northway verloren und den Subway. Das ist ziemlich beschissen. Vor allem, weil dieser Subway gerade so schön war. Wir hätten da von beiden Seiten die Feinde irgendwie attackieren können. Jetzt gehen wir erstmal irgendwie so rum, dass wir Polizeistationen einnehmen. Das ist Primärziel. Absolutes Primärziel für mich jetzt. Da wir nur auf diese Weise unseren Schutz jetzt erstmal sinnvoll verstärken können. Hier ist auch nichts, was ich sehe an Polizeistationen. Die Kirche würde ich gerne noch einnehmen. Zufriedenheit ist immer gut. Und was haben wir hier? Apartment. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas in eine Bar verwandeln kann, aber es sieht nicht so aus. Die Love Caravan ist wieder da. Nein, danke, wir brauchen die Nahrung auf jeden Fall. Finden überall Survivors. Und Nahrung, lots of food. Wenn da schon eine Menge ist, dann würde ich sagen, holen wir uns die auch. Und ansonsten, hoffentlich vielleicht bald diese Bar. Das wäre auch ganz cool. Dieses Gebäude vielleicht noch. Uiuiui, die Gefahr ist gerade ziemlich hoch, bei 40%. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Und ich würde an dieser Stelle mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir machen Schluss für diese Folge. Wir haben auf jeden Fall eine gute Position bisher ergattert. Besser als beim letzten Mal, wesentlich besser. Und ich hoffe, dass wir die auch halten können. Schaut vorbei, ob uns das gelingt. Bis zum nächsten Mal und bis dann.